Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar geht es heute um den Inhalt meiner Tasche, wie ihr schon am Titel gelesen habt. Und zwar war ich in dem Laden Glück und Glanz in Köln. Das ist ein Vintage-Taschenladen. Die haben Handtaschen von Louis Vuitton und MCM, die schon getragen worden sind, aber noch in einem super, super Zustand sind. Also die werden natürlich ausgesucht und werden vorher begutachtet und kriegen auch manchmal neue Details wie ein Bändchen oder sowas neu, wenn das schon alt geworden ist. Und da war ich und habe mir eine Tasche ausgesucht. Und zwar ist das diese Tasche hier. Tada! Das ist die Louis Vuitton Noué. Das ist dieser, oder Noué, dieser Sack. Das ist die kleine Variante und ich bin super, super zufrieden. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von dieser Tasche geworden. Und ich wollte euch ein bisschen über Vintage-Taschen berichten. Ich mache auch eine Taschensammlung von mir, also über meine hochwertigen Taschen, weil viele halt gefragt hatten, hey, damit man sich ein bisschen besser entscheiden kann, weil die Taschen halt einfach nicht günstig sind. Und ich kann euch eins sagen, ich habe mir meine Speedy so gekauft, nicht Vintage und diese hier so, ne? Und ich würde das immer und immer und immer wieder machen, weil das Einzige, was vielleicht sein könnte, ist, dass am Boden vielleicht mein Wasserfleck ist oder sowas. Und ihr seht ja vorher auch die Gebrauchsspuren, die manchmal da sind, aber wirklich sehr, sehr gering an diesen Taschen. Selbst wenn das Bändchen hier, wie zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, wenn das hier alt oder porös geworden ist, das kann man auch im Laden holen, das kann man austauschen und das ist halt mega, mega cool. Ihr könnt einfach nur für einen Bruchteil von dem ganzen Preis eine Tasche haben. Und wenn ihr halt hier einen Wasserfleck drauf habt oder sowas, wisst ihr, was ich meine? Das kann euch auch passieren innerhalb von einer Woche oder einem Monat. Ja, da habt ihr aber nur einen Bruchteil für diese Tasche bezahlt. Und die sind so schön dort. Die werden richtig schön ausgewählt. Und das ist ein super, super, super süßes Team. Also die Phyllis, die ist so süß und so lieb. Und die hat sich das so schön aufgebaut. Also wirklich, wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Laden. Und wie gesagt, ihr könnt da auch MCM kaufen und Louis Vuitton. Und gerade diese Tasche ist ja momentan super Trend. Also jeder hat irgendwie diese Tasche oder will sie haben. Und ich wollte sie auch haben und die ist einfach nur genial. Ich könnte neben ihr einschlafen, neben ihr aufwachen. Ich könnte sie heiraten, wenn sie wollte. Und ja, also ich habe mich für diese Tasche hier entschieden. Ihr könnt, wenn ihr nicht aus Köln seid, also wenn ihr aus Köln seid, dann empfehle ich euch sowas von in den Laden reinzugehen. Werdet da beraten, könnt euch da Sachen anschauen. Und das ist halt richtig, richtig süß. Da könnt ihr auch Ketten kaufen und sowas. Und ja, wenn ihr nicht aus Köln seid, dann verlinke ich euch auf jeden Fall deren Online-Shop in die Infobox. Denn die haben auch einen Online-Shop. Also sie schicken euch die Taschen auch zu. Ist auch überhaupt gar kein Problem. Und ich kann euch den Laden wirklich ans Herz legen. Ganz, ganz toll. Und absolute Empfehlung, ohne hier großartig Werbung zu machen. Also es ist wirklich, wirklich meine ganz, ganz ehrliche Meinung. Und dann wollte ich euch auf jeden Fall noch den Inhalt dieser Tasche zeigen. Da passt super viel rein. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da passt so viel Zeug rein. Also die Tasche ist voll. Die ist sowas von voll. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ihr geworden. Also seid euch dessen bewusst, dass es trotzdem eine Luxustasche ist. Also sie ist trotzdem sehr, sehr hochwertig. Ne? Und natürlich, manche sagen, sowas brauche ich nicht und so, aber das ist wirklich speziell für die Leute, die mich so danach gefragt haben, als ich meine Louis Vuitton Speedy gezeigt habe. Hey, kannst du mal bitte zeigen und was gefällt dir in den Taschen? Und wie gesagt, ich mache nochmal eine Taschensammlung für die sich interessiert, so ein bisschen zeigen, was ich so mag und zum Beispiel, welche Tasche ich gekauft habe, was ich zum Beispiel nicht wieder machen würde und so. Und deswegen, jo, ich hoffe, ich habe nicht ganz so viel gelabert jetzt im Intro, aber ich würde euch jetzt sehr, sehr gerne den Inhalt dieser wunderschönen Tasche zeigen. Das Blöde ist, ich gucke die ganze Zeit ins Display, weil ich diese Tasche auch noch angucken will im Display. also wahnsinnig schöne Tasche. Ihr könnt auch online schauen hier, wenn es Gebrauchsspuren hat, dann wird es nochmal extra fotografiert auch innen. Ansonsten ja, bleibt die so, wie sie ist. Und ich lasse erstmal den Geldbeutel drin, weil ich will euch was ganz, ganz Wichtiges zeigen. Und zwar meine Socken. Die habe ich immer, immer dabei. Ich habe immer meine Socken dabei, weil meine Füße einfach chronisch krank sind. Ich habe ewig kalte Füße. Und wenn ich kalte Füße habe, dann werde ich auch ganz schnell krank. Ich gehe auch immer mit Wärmflasche ins Bett. Und mein Bruder zeigt mir den Vogel, wenn ich das im Sommer sogar mache. Das sind diese wunderschönen Socken hier. Ich glaube, Accessories heißt der Laden. Oder Accessoires oder so. Ich weiß nicht, ob das Englisch oder Französisch sein soll. Und die haben hier so schöne Bommel. Und das sind so bequeme Socken, die könnt ihr auch richtig hochziehen. Und wenn ich halt irgendwo bin, wo mir kalt ist, ich habe auch schon in der Prüfung
meine Schuhe ausgezogen und meine Wärmflasche drauf, weil ich kann mich dann auch nicht konzentrieren. Das ist ganz, ganz doof bei mir. Das ist eine blöde Angewohnheit. Ich weiß nicht, wenn ich mal arbeite hier in einem Ingenieurbüro, was ich dann mache. Ja, ich kann ja nicht einfach bei der Wärmflasche auf die Baustelle gehen und sagen, ja, hallo, hier bin ich am Rand. Genau, das sind meine Socken. Also ich habe auch Primark-Socken und H&M-Socken und was weiß ich für Socken. Und dann kommen wir zu wohl dem hässlichsten Teil auf der ganzen, ganzen großen, weiten Welt. Und zwar ist das die Sargklammer hier. Als meine Mama sie gesehen hat, hat sie gesagt, bah, was ist das denn? Da kann man doch nicht mal mit zu Hause rumlaufen. Aber ja, das ist, ich weiß nicht, wo ich die mal aufgegabelt habe. Die hat richtig schöne Acrylsteine überall drauf, ne, in bunten Farben, rot, blau, lila, grün, also ganz, ganz, ganz schäbig. Und es ist halt Plastik, das Ding ist halt, die hält halt bombenfest meine Haare zusammen. Und wenn ich zum Beispiel Auto fahre, dann mache ich die immer so dann schnell zusammen. Und wenn mich das halt stört oder weiß ich hier nicht, keine Ahnung, wie die Socken. Ich muss einfach immer eine Hand, so eine Spange dabei haben, sonst bin ich leicht nervös. Also das sind ja sehr, sehr viele Haare und manchmal ist das mir viel zu viel. Wow, das braucht man ganz, ganz, ganz dringend in der Tasche. Das sind so Panda Bingo mit Edeka und WWF öffnen und einkleben, gewinnen, mitspielen und gewinnen Sticker. Die braucht man ganz, ganz dringend. Ja, die habe ich wohl mal beim Einkaufen mitbekommen. Kann aber auch nicht so lange her sein. Das kann man dann hier so aufmachen für die Spielekinder unter uns. Und da sind dann so Sticker drin. Was habe ich denn jetzt gewonnen? Ich habe Kabeljaufilet und Alaska Seelachsfilet gewonnen. Oh, cool. Sammeln Sie die Sticker aus dieser Sammeltüte und kleben Sie in Ihre Teilnahmekarte ein. Ach so, da brauche ich noch eine Teilnahmekarte. Also ich habe auf jeden Fall diese sehr, sehr lebenswichtigen Dinger drin. Die müssen unbedingt in der Handtasche. Dann habe ich drin Compete-Blasenpflaster. Früher war ich so ein Mensch, habe mir immer unbequeme Schuhe angezogen, damit sie einfach gut aussehen. Und jetzt mittlerweile ziehe ich einfach nur meine Turnschuhe an und bin super happy damit. Da sind wahrscheinlich noch welche drin, weil ich nicht ganz so viele davon gebraucht habe. Aber ja, genau, hier sind noch ein paar drin. Ich mag die wirklich gerne, also die sind halt so gelartig und dadurch polstern die einfach viel mehr und die Wunde halt irgendwie schneller. Also Compete, good job. Guter Job. Dann einmal Taschentücher. Braucht man immer, gerade wenn ich erkältet bin. Dann brauche ich die immer. Dann, was haben wir denn hier noch? Kaugummis, die sind schon... Da ist schon einer rausgefallen. Früher waren die noch extra einzeln verpackt. Kennt ihr die? Ich kann übrigens dessen Namen nicht aussprechen. Wrigley's. Spearmint Chewing Gummy. Gummy. Schande über mein Haupt, ja. Also die habe ich meistens dabei. Da habe ich auch ein Big Bag im Großmarkt gekauft. Also so ein richtiges Ding halt, was man auch im Kiosk manchmal hinstellt. Und ja, für den frischen Atem. Wenn man mal Knoblauch gegessen hat oder sowas. Dann habe ich noch dabei Balea Hygiene Handgel. Ich verwende das nicht ganz, ganz so oft. Ich vergesse das meistens, aber wenn ich es brauche, also wenn es halt richtig schäbig ist, so ein richtig ekliges Klo, dann bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese dabei habe. Meine Mama hat mich dazu angestiftet bzw. angesteckt. Sie hat das nämlich immer dabei. Und immer, wenn wir essen gehen, sagt, Hände sauber. Sogar, wenn wir Döner essen gehen, was sie sehr gerne machen, dann hat sie die auch immer und macht das vorher und nachher und manchmal auch zwischendurch der Mutti. Und ja, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch einen Lip Liner. Ein Lip Liner in der Farbe, den ich natürlich gerade nicht trage, weil es könnte ja sein, dass ich ihn brauche und dann passt der nicht. Also ich nehme nie passend was mit. Es kann sein, dass ich es mal mitnehme, wenn es wichtig ist. Also hier habe ich noch einen Superstay 224 Color Lip Stain in der Farbe 330. Spicy Plum. Und ja, also die passen sehr, sehr gut zusammen. Das ist hier von Formar, die Nummer 103. Gibt dann so ein schönes bräunliches Ding, aber nicht das, was ich jetzt auf den Lippen habe. Das steht nochmal in der Infobox, aber ich habe die mal wohl irgendwann reingeschmissen. Und beide kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich mag ja die Superstay leider sehr gerne. Und die Superstay Lippenstifte auch. So, dann kommen wir auch schon zu meinem Geldbeutel. Mein Geldbeutel ist die Mama. Und zwar ist das hier das Baby. Moment, ich muss das mal eben reinstecken. Das ist das Baby und das ist die Mama. Ich weiß, es sind wieder zwei Luxusartikel bzw. sehr teure Produkte. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen und das habe ich auch mal geschenkt bekommen. Also beide also sind wirklich, ich mag sie sehr gerne und ich verstecke das auch nicht. Also früher habe ich immer so heimlich rausgeholt und dann
ja, was denken denn die Leute von mir, wenn ich hier mit Prada rumlaufe? Also beides ist von Prada, aber ich weiß nicht, ich finde, das ist unnötig, wenn man sich versteckt. Oder was sagt ihr dazu? Seid ihr auch so, dass wenn ihr zum Beispiel irgendwas so, wo Prada halt draufsteht, dass ihr das so verbirgt oder so? Ich fühle mich irgendwie dann manchmal so, ich will nicht, dass jemand denkt, ich möchte damit angeben. Auf jeden Fall, entschuldige, kommen wir zu meinem Geldbeutel. Und zwar ist der, das ist ein ganz normaler Geldbeutel, der hat hier so Kartenfächer, der hat richtig, richtig viele Kassenzettel, mein Führerschein und Geld und ja, Kleingeld und die Karte von meinem Baba. Und ja, das ist der hier. Und das hier, das ist meine größte Liebe überhaupt, weil eure Schlüssel, die zerkratzen nicht das Zeug, das da drin ist, ne? Oh Mann. Es tut mir so leid, ich versuche das immer und immer wieder neu abzudrehen, aber ich kann nicht, weil ich so husten muss. Also, ich würde die mir am liebsten noch Gold färben lassen, damit das farblich zueinander passt. Aber, ja, ich finde das halt so cool. Ihr könnt hier auch noch, wenn ihr nur das Ding hier mitnehmen wollt, könnt ihr hier auch noch eure Karte reinmachen oder euer Geld. Und ja, also es zerkratzt halt euer Geldbeutel nicht. Und ich mag diese Etuis halt sehr gerne, die sind sehr, sehr süß. Und ja, man sieht halt nicht direkt, dass das so ein Schlüssel ist und dass es... Wie die Mama, und das ist das Babychen dazu. Richtig sweet, ne? Dann habe ich einen Sack drin. Hier war mal mein Miu Miu Geldbeutel drin. Ich weiß nicht, warum das in meiner Tasche gelandet ist. Ich kann es euch nicht erklären. Aber das war auf jeden Fall in meiner Tasche, in meinem Schrank, wo die Taschen sind. Also ist das wahrscheinlich da reingefallen. Aber ich wüsste nicht, was das in meiner Tasche macht. Das ist einfach nur so ein Beutel. Vielleicht um die dreckigen Taschentücher da reinzumachen, ne? Dann habe ich eine Powerbar drin. Eine Powerbar, die leer ist, schon seit Monaten. Aber ich nehme sie immer wieder trotzdem mit. Ich weiß nicht warum genau. Und hier klebt noch die Folie dran. Ja. Ich meine, ich mag meine Handtaschen sehr gerne. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Handtaschen. Wenn eine Chanel 255 an mir vorbeiläuft, dann weiß ich, dass sie im Februar 1955 entworfen worden ist. Und es ist eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir. Deswegen mag ich, also ich mag das. Ich kaufe sie mir nicht, um anzugeben oder um den Trend zu folgen oder sowas, sondern ich kenne auch die Geschichte der Handtasche und ich kann sie verstehen und sie redet auch mit mir. Das ist halt einfach so. Und dann habe ich noch ein Notfallcase dabei. Und zwar sind hier wieder Taschentücher drin. Das hat meine Freundin mir mal gemacht, als ich zur Maybelline-Feier gegangen bin. 100 Jahre ist Maybelline geworden. Dann 20 Euro sind hier drin, falls hier irgendwas ist. Ach so, ja, ich hätte gesagt, vielleicht wird die ja schlecht und du musst mit dem Taxi nach Hause und hast überhaupt gar kein Geld dabei. An sowas denken Freunde, wirklich. 20 Euro sind da drin. Dann habe ich hier noch Haribo. Unterzuckert und sowas. Was ganz, ganz wichtig ist, Leute, ist Nutella in Mini-Format. Ist das nicht süß? Also, wenn ich Bock auf Nutella habe, was ich gerade richtig verspüre, dann das hier. Und sowas. Also, ich finde sie so schön. Ich mag sie echt sehr gerne. Es ist eine wunderschöne, traumhafte Tasche. Und ihr seht, das sieht auch richtig gesund aus. Also die glänzt wirklich nicht nur wegen der Softboxen, die vor mir stehen, sondern sie glänzt einfach, weil sie super gut erhalten ist. Also absolute Empfehlung. Also nochmal, der Laden heißt Glück und Glanz. Und sie haben auch einen Online-Shop für die Leute, die nicht aus Köln sind. Aber wenn ihr in Köln seid oder da zu Besuch seid oder da vorhabt hinzufahren, kann ich euch wirklich empfehlen, da hinzugehen. Hirschgässchen 2a, steht aber alles nochmal in der Infobox. Und das war der Inhalt meiner Tasche. Ja, ich hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns am besten zum nächsten Video wieder und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss.